KinoCast. Hallo und willkommen hier zur 484. Ausgabe, glaube ich, vom KinoCast. Ich begrüße die Kate. Hallo Kate. Hallo. Gerade gecheckt, 484 stimmt. Und hier ist der Erik. Herzlich willkommen hier zu unserer kleinen lauschigen Sendung mal wieder. Chris hat am Anfang des Schuljahres immer sehr, sehr viel zu tun. Er ist einer von den Lehrern, die sich immer gründlich vorbereiten. Wir hatten ein paar von den Lehrern, die wir damals hatten, die haben einfach immer nur die Sachen vom Vorjahr. Die hatten so einen dicken Ordner, da stand irgendwie die Klassenstufe drauf und die haben die dann immer dieselben Sachen wieder durchgekaut. Da, die hatten, glaube ich, nicht so viel Arbeit. Chris, der macht sich echt viel Arbeit. Grüße auf jeden Fall an Chris. Der wird das ja bestimmt mal hören, was wir hier so fabrizieren. Den Film, den wir in der Sneak Preview hatten, hat er ja auch gesehen. Wir hatten den Film S in der Sneak oder im Englischen It. Und es gab davon ja schon mal eine Variante vor einigen Jahren, was aber eher so fürs TV ein produzierter Mehrteiler war, nämlich Stephen King's S hieß das damals. Und ich kann mich noch an so eine Sat.1 lief das, glaube ich, Ausstrahlung erinnern. War damals ein ziemlicher Knüller, ziemlicher Straßenfeger. Und ich konnte mich aber jetzt schon kaum noch dran erinnern, um was es da so genau ging. Da Fabi, der bei uns mit war, der hat ja extra vorher nochmal den alten Film geguckt. Mhm. Und konnte dann gleich deutliche Parallelen ziehen. Ja, das war im alten auch und das war im alten auch und so. Hatte ich jetzt nicht, aber worum geht's? Ja, uns werden erstmal so nach und nach so ein paar Kinder vorgestellt, nämlich den Bill, den Richie, den Eddie, die Beverly und den Ben und den Stanley und den Mike. Und die leben alle in einer fiktiven Stadt namens Derry, im US-Bundesstaat Maine. Und die Stadt kam mir von so ein paar Luftaufnahmen, also die Kamera ist da mal so ein bisschen weiter oben, die sieht täuschend echt aus oder täuschend ähnlich aus wie die Stadt von Stand By Me, den ich ja letztens geguckt hatte. Da waren auch so ein paar Einstellungen, wo man so die Stadt von oben sieht. Kann natürlich so eine typisch amerikanische Stadt sein, die alle gleich aussehen, aber weiß nicht so, da waren so die Einstellungen mit dieser Hauptstraße und so. Vielleicht ist das ja am selben Ort irgendwie gedreht. Würde mich ja auch nicht wundern. Stand By Me ist ja auch eine Stephen King-Verfilmung. Auf jeden Fall. Es verschwinden dort immer mal Kinder, hauptsächlich Kinder und Jugendliche. Und die Erwachsenen wollen irgendwie nicht so richtig drüber reden und versuchen das eher so unter den Tisch zu kehren. Und ganz am Anfang in der ersten Szene verschwindet nämlich der kleinere Bruder von dem Bill. Ist das der kleine Bruder gewesen? Oder bringe ich denn jetzt die Namen durcheinander? Ja, doch. Doch, ja. Und zwar er als älterer Bruder muss das Bett hüten, weil er sich irgendwie was eingefangen hat, eine schlimme Erkältung oder so. Und dann bastelt er für seinen Bruder so ein kleines Papierschiffchen. Das lackieren sie dann noch, damit es nicht so schnell durchweicht. Und draußen ist so ein schlimmer Regenguss. Und der kleine Bruder geht halt mit so einem gelben Regencape, was man auch auf dem Kinoposter sieht, geht das kleine Kind raus und setzt dieses kleine Papierschiffchen in den Rinnstein und das wird dann halt von dem Wasser weggespült und das Kind läuft hinterher so lang, bis dieses kleine Schiffchen nämlich in den Gully rein rutscht und dann guckt das Kind da so in den Gully rein und dann ahnt man schon nichts Gutes und tatsächlich erscheint dann auch das Gesicht dieses berühmten Clowns da von S und der hat dieses Schiffchen und will das dem Jungen zurückgeben. Das gestaltet sich allerdings sehr schwierig und jedenfalls dieses Kind ist dann verschwunden und der ältere Bruder macht sich natürlich ziemliche Gedanken und ja, die anderen Kinder haben auch teilweise so Visionen, dass die immer mal so diesen Clown irgendwo sehen in irgendwelchen irgendwelchen komischen Situationen oder sie haben irgendwelche seltsamen Visionen von früher, alles irgendwie ganz gruselig und blutige Visionen, die so haben. Und irgendwie kommt es dann halt zu dem Punkt, dass sie sich gegenseitig mal davon erzählen und recherchieren dann auch in der örtlichen Bibliothek, dass das eben bis ins Mittelalter zurückreicht, wo damals
schon die ersten da verschwunden sind und da gab es dann, war so ein Zirkus irgendwie in der Stadt und da finden sie auch diese Clownsgesichter und da nahm das irgendwie seinen Ursprung, dass sehr viele Personen dann verschwunden sind auf Nimmerwiedersehen und das ist auch in einem gewissen Rhythmus, zeitlichen Rhythmus, eine gewisse Anzahl von Jahren, dass sich diese Fälle sehr stark häufen und dann beschließen die Kids, ja, auf die Suche zu gehen nach der Ursache und überwinden dann auch so ihre Ängste und parallel dazu sind natürlich auch diese typischen Probleme von Heranwachsenden. Zum einen die Elternhäuser, die sind auch meistens nur von außen okay, aber wenn man da so ein bisschen einen Blick reinwirft dann, die Kinder werden uns ja auch im Detail auch mal vorgestellt in ihrem Umfeld und so, die Elternhäuser sind alles andere als in Ordnung, wenn man die so von innen dann betrachtet. Da haben die Kinder schon mit erheblichen Themen zu kämpfen. Dazu kommen noch so das Erwachsen oder das Heranwachsen und die Probleme, die da plötzlich auftauchen. Und viel mehr will ich jetzt mal auch nicht so drüber verraten. Ich habe extra mich um diverse Sachen drumherum laviert, damit ich hier niemanden irgendwas verderbe. Wir hatten den Film in der Originalversion in der Sneak Preview. Hat mir am Anfang ziemliche Probleme bereitet, mich so ein bisschen in diesen Dialekt, ich weiß nicht, da Maine und weiß nicht, was die da so am Anfang, ich bin schwer reingekommen. Meistens bei irgendwelchen Sachen komme ich relativ schnell so in den Flow, dass ich alles verstehe. Aber hier muss ich mich erstmal ein bisschen länger reinhören. Ich war ganz froh, dass der Film auch irgendwie zweieinhalb Stunden oder so geht er ja, oder nee, zwei und eine Viertelstunde steht hier. Dass quasi die Anfangs Szenen, es ging halt sehr langsam voran, bis dann mal richtig losgeht. Aber war halt auch gut. Hat der Film durchaus gebraucht und konnte der Film vertragen. Und es waren halt auch sehr viele Nebengeräusche immer. Also die Kinder sind dann halt irgendwo in der Kanalisation, wo alles irgendwie rauscht und macht und tut und so. Naja, jetzt, die Kate hatte ja vorher schon riesen Bammel, dass dieser Film kommen könnte, weil sie ja irgend so eine Clownphobie hat. Ich saß jetzt nicht direkt neben dir. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr es dich beschäftigt hat, mitgenommen hat und wie dann die folgenden Nächte für dich waren. Ob du da durchgeschlafen hast oder. Also ich hab sehr gut geschlafen. Der Vorteil war halt, ich habe mir einfach die Augen zugehalten. Nein, im Ernst. Also immer wenn es irgendwie, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt kommt der gleich, der blöde Clown, habe ich mir einfach die Augen zugehalten. Oder ich habe die Augen zugemacht und ich habe weggeguckt oder mir die Kapuze über den Kopf gezogen. Der kommt schon relativ oft und relativ hart. Also ich finde, der hat schon ordentliche Szenen und sehr, sehr gruselige Szenen. Und die natürlich einfach sehr gut gemacht sind. Also wenn ich mir an das Original zurückerinnere, da finde ich jetzt ehrlich gesagt sogar den neuen viel gruseliger. Also noch gruseliger, wie ich den ersten fand. Und wie gesagt, ich habe halt immer weggeguckt. Aber das, was ich vom Film gesehen habe, fand ich wirklich gut. Also ich hatte echt Angst, dass das ein schlechte Parodie, also dass es so ein schlechtes Remake wird. Aber im Gegenteil, ich fand ihn wirklich gut. Ich weiß nicht, wie hast du es empfunden? Fandest du ihn auch so gut? Ich fand ihn definitiv besser als die alte Verfilmung. Die ist meines Erachtens nicht so gut gealtert. Das ist zum einen dem Bildformat geschuldet. Die war halt eine Fernsehproduktion, 4:3. Das wirkt halt heutzutage einfach total altbacken, wenn du so 4:3, wenn du im Fernsehen durchzappst. Manche Sender senden ja noch in 4:3 oder senden irgendwelche alten Filme in 4:3. Das wirkt einfach immer total alt. Und dann noch so diese ganzen Farben und wie das da so war. War halt typisches TV-Fernsehding, ne? Also, da geht der Neue, hat schon einen ganz anderen erzählerischen Ansatz und es war auch die ganze Zeit bei diesem neuen Film erst, war es wirklich die ganze Zeit irgendwie so ein Spannungsbogen. Es fing da sehr langsam an mit dieser Exposition der Figuren und des Umfeldes und dann hat erst der eine so ja, seine Vision und sieht da schlimme Sachen und dann der nächste und irgendwie führt es dann alles zusammen. Und dazu kommen noch
ich würde es fast sagen, so eine Spielberg-eske Familien- und Freundesgeschichte von irgendwelchen, ja, Freunden, die in so einer Kleinstadt leben und so. Mhm. Das fand ich wirklich ganz, ganz toll gemacht. Also, dass der Film eben nicht nur jetzt nur auf diesen Horror abzielt, sondern wirklich auch diese ganzen Freundschaften, die da entstehen, dass er sich auch Zeit nimmt für diese ganzen Geschichten, für diese ganzen Randgeschichten, wie das entsteht, wer da mit wem und wer zu wem hält und wie es denen halt geht, so im Heranwachsen. Das fand ich echt gut. Wirklich toll gemacht. Und die Szenen mit dem Clown, also was ja immer so ein bisschen schwierig ist, wenn du so ein Bösewicht in Verkleidung hast, ja, das darf halt zu keinem Zeitpunkt irgendwie lächerlich sein, sonst bist du ja sofort raus. Und deswegen ist ja Freddy Krüger oder so, sind ja so die Archetypen für irgendwelche, ja, gruseligen oder Leatherface oder Jason Voorhees oder wie sie alle heißen, selbst Michael Myers. Ja, und so ein Clown kann natürlich relativ schnell, wenn der irgendwie komisches Make-up hat oder so, oder wenn der einfach irgendwie, ja, blöd aussieht oder so, kann das eher so unfreiwillig komisch sein, aber hier ist eine gute Mischung gefunden worden zwischen einem Make-up und auch durchaus CGI-Effekten bei manchen Szenen, dass halt wirklich das richtig gut rüberkommt. Ganz, ganz überragender Film. Hätte ich nicht so gedacht, dass der, vor allem, weil ich auch gelesen habe, oh, da geht über 2 Stunden und dann am Montag in der Sneak Preview nach dem ersten Arbeitstag in der Woche, oh, guckst du dir so einen 2,5-Stunden-Film an. Puh, da geht er ziemlich lange dann und boah, da war ich echt nicht sicher, ob ich da so 100%ig die ganze Zeit dabei bleiben kann, aber mir haben halt wirklich auch so die ganzen Nebengeschichten gefallen, auch mit den Kindern und mit den, mit den Familien, in denen die aufwachsen und wie die sich dann auch, manche kommen sich ja auch ein bisschen näher von denen, ne? Toller Soundtrack auch. Ich fand auch die Jungschauspieler an sich echt gut. Also diese Kids, die haben so cool miteinander harmoniert. Also den Jaden Lieberherr, den kennen wir ja schon, also der den Bill spielt, den kennen wir ja schon erst vor kurzem aus The Book of Henry. Da fand ich den ja auch schon so fabelhaft. Und dann haben wir auch noch einen cool besetzten Richie mit Finn Wolfhard aus Stranger Things, der einfach eine verdammt coole Rolle hat. Also der ist irgendwie so ein bisschen auch ein Quatschkopf in der Runde. Das fand ich echt, also ich fand die echt alle richtig gut ausgesucht. Auch das Mädchen, die, also abgesehen davon, dass die für ihre jungen Jahre bildhübsch ist, ist die halt, glaube ich, auch nochmal eine richtig, richtig gute Schauspielerin. Also man hat das wirklich richtig gut umgesetzt. Und der Pennywise wird ja von Bill Skarsgård gespielt und der ist quasi auch noch ein Jungschauspieler. Der ist erst 27. Und spielt da diesen Pennywise in einer Art und Weise, oh mein Gott, mir ist eiskalt den Rücken runtergelaufen. Das ist echt abnormal. Also hättest du gedacht, dass da ein 27-Jähriger drunter steckt? Lässt sich. Wenn du es jetzt nicht wüsstest, also ich find nicht. Lässt sich ja schwer. Also ich habe mich damit nicht beschäftigt, wer da drunter steckt. Keine Ahnung. Jetzt, wo ich es höre, ja, jetzt sehe ich den hier. Ja, er sieht seinem alter Ego nicht gerade ähnlich. Ach doch, von den Augen her schon. Ja, die Augen, okay. Er sieht die Augenpartie. Ja, doch, ich finde schon. Also ich finde von nur, was man sieht, dass er es ist. Ja, aber wie gesagt, ich fand die Jungschauspieler echt super. Die waren irgendwie eine coole, freundschaftliche Truppe, auch mit ihren allen ganzen Eigenheiten und diesen verwirrenden und verzwickten Familienverhältnissen. Da haben die haben schon gut auf sich gegenseitig aufgepasst. Das fand ich echt gut. Es war auch glaubwürdig. Hat man ja nicht immer bei diesen Teams. Und dazu ist ja dieses ganze Setting, ist ja auch zu einer Zeit, wo noch offener Rassismus geherrscht hat in den USA und die haben ja auch einen Schwarzen mit dabei in ihrer Clique und so und der sieht sich dann auch ziemlichen Repressalien ausgesetzt und ja, das hat schon ziemlich viel mit zusätzliche Themen noch mit reingebracht in den Film. Hat sich aber jetzt nie verzettelt. Ich hatte nie irgendwie das Gefühl, so, boah, ne, die Storyline hätten sie jetzt nicht noch aufmachen müssen oder die Storyline XY, die hätte er vielleicht mal lieber bleiben lassen, weil er sie eh nicht richtig aufgelöst hat, sondern
das passt eigentlich alles. Und das ist ja jetzt der erste Teil. Es gab ja von dem Originalfilm, sage ich jetzt mal, gab es ja auch zwei Teile. Ja, also eigentlich sind es keine zwei Teile, eigentlich ist es ein Film. Ja, aber es treffen sich ja welche, wollen jetzt mal nicht spoilern, aber treffen sich ja welche von den Kids auf jeden Fall dann nochmal wieder. Genau. Und die, weil ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass in einem gewissen zeitlichen Ablauf bestimmte Dinge passieren und die nehmen sich halt vor, okay, wenn das Böse jetzt nicht besiegt ist, dann treffen wir uns halt dann nochmal wieder. Und so soll das wahrscheinlich dann auch passieren. Was mich noch sehr gewundert hat, ist, dass sie für so ein Projekt, was ja wirklich zwei Filme umschließt, die doch ja durchaus eine Länge haben und durchaus auch, ja gut, es hat jetzt kein Star-Potenzial, der Film. Also es war jetzt wahrscheinlich nicht so, dass man sagt, ja, irgendwie zig Millionen ausgeben für einen Star XY. Das muss jetzt auf jeden Fall ein Hit werden. Deswegen wundert es mich ein bisschen, dass man auch so einen relativ unbekannten Regisseur, Andy Muschietti oder so heißt er, der hat vorher diesen einen Film Mama, hieß der, auch so ein bisschen ja, Horror, Mystery, Thriller gemacht gehabt und das war es dann auch schon. Und das wundert mich halt, es freut mich eigentlich, dass man den Mut gehabt hat zu sagen, ja, hey, der kann das visuell umsetzen, der hat das schon mal in diesem Mama-Film bewiesen, so eine düstere Stimmung und egal, der hat jetzt keinen klangvollen Namen, das ist jetzt nicht irgendwie ein, was weiß ich, Steve Spielberg oder so. Wir geben dem einfach mal den Job und gucken mal, auch wenn es jetzt hier zwei, ja, Budget-Vollbudget-Filme umschließt, ja, aber man hat ja wenigstens bei den Darstellern gespart, obwohl wir wissen ja nicht dann bei den älteren Darstellern, ob man dann doch irgendwie, weiß nicht, The Rock irgendwo sehen oder keine Ahnung. Nein, nur als... Ich bin gespannt, wie sie das umsetzen, weil sie müssen ja wirklich, ich habe irgendwas gelesen, dass der zweite Teil 2019 kommen soll. Ich bin gespannt, wie sie das umsetzen, dass man wirklich Schauspieler findet, die diesen jungen Schauspielern auch ähneln. Also ich fand das im Original schon sehr, sehr schlecht umgesetzt, weil ich fand, die Erwachsenen hatten nichts mehr von diesen Kinderschauspielern damals. Und ich hoffe, dass die das jetzt besser machen, dass sie wirklich erwachsene Schauspieler finden, die diesen jungen Schauspielern auch ähneln. Und ja. Ich bin mal gespannt. Ich hoff's sehr. Vielleicht kann sich da ja auch... Vielleicht kann sich da jemand in den Kommentaren vielleicht dazu äußern, was, also von denen, die den Film jetzt schon gesehen haben, ja, was denkt ihr? Entweder könnt ihr alle Rollen nach euren Wünschen besetzen oder ihr sagt dann halt nur bestimmte Rollen, also da hätte ich eine Idee, das könnte der und der spielen oder so, das würde mich mal interessieren. Ich werde dann auch irgendwann mal ein bisschen was in die Runde werfen, mal gucken. Ich muss mir allerdings erstmal noch ein bisschen Gedanken machen, das mit The Rock, das war nicht ernst gemeint. Ich finde es halt schwierig, weil zum Beispiel dieses Mädchen, dieses Sophia Lillis, ich finde, die hat so markante Augen gehabt. Und find mal eine erwachsene Schauspielerin, die diesen Blick und diese Augen hat. Ja, oder zumindest am ähnlichsten ist. Dass sich der Rest vom Gesicht mit dem Alter ändert, ist ja bei uns allen so. Aber die Augenpartie bleibt in der Auge- und Nasenpartie bleibt ja in der Regel immer gleich. Und da musst du jetzt mal finden, der da wirklich ganz nah rankommt. Und ich finde das bei den Mädchen extrem schwer. Ja, da hätte ich... Weil die hat echt krasse Augen. Da hätte ich vielleicht schon eine Besetzung. Nämlich Alexandra Daddario heißt die. Die hat bei dem Baywatch-Film mitgespielt. Oh Mann. Geben wir mal Punkte, würde ich mal sagen, oder? Ja, ich glaube, ich habe 9 Punkte, oder? In der Facebook-Gruppe. Ich habe auch 9 Punkte gegeben. Ich glaube, da kann ich auch durchaus dazu stehen. Ich gebe 9 Punkte, obwohl ich den Film nicht ganz gesehen habe. Wie gesagt, ich habe ganz oft geguckt. Ja, aber ich fand's durchgestanden. Sehr gut, war auch nicht die ganze Zeit so dieser Billighumor, Humor hätte ich beinahe gesagt, dieser Billighorror, wo einfach so bam, irgend so ein Riesenschock. Ich fand's auch echt cool, dass die Sneak in diesmal ein bisschen leiser war. Also normalerweise, wenn wir einen Horrorfilm haben, hörst du es in allen Ecken kichern in der Sneak, ne? Weil dieses unsichere, ängstliche Kichern, was man dann überspielt, ne?
Und diesmal hat das besser funktioniert. Die Sneakgänger werden besser in Sachen Horrorfilmen. Ich habe auch schon ein paar Mal gekichert, weil zwei Sitze links neben mir, die eine, die ist so brutal immer erschrocken. Und da habe ich aber nicht über den Film, sondern mehr so, haben wir uns dann so ins Fäustchen gelacht dann, weil da hat die Ach ganze ja, das. Stuhlreihe gewackelt. Da sind wir dann Ja. erschrocken, weil plötzlich so ein physischer Reiz dann kam, weil plötzlich die Sitzreihe so bäm, kriegst auf einmal so einen Schlag. Stimmt, ich hab gehört, dass ihr gelacht habt. Ja. Mitgekriegt. Auf jeden Fall S 2017er Remake startet am 28. September, das ist also quasi bald in den deutschen Kinos. Holt euch ein großes Popcorn, das dauert 2 Stunden 15 Minuten der Film, sofern ihr dazu kommt, überhaupt Popcorn zu essen, sofern euch das nicht so sehr mitnimmt, der Film, dass ihr vielleicht gar nichts essen könnt, nichts runterbekommt, sozusagen. Also Empfehlungen vom Kinocast, definitiv toller Film, tolle Sneak, danke, dass wir den in der Sneak haben durften. Und ja, jetzt haben wir schon den ersten Einspieler nämlich vergessen mit Sneak Preview. Aber das macht ja nichts. Wir haben ja die Sneak-Tipps und da kann man ja auch vorher das Ding mal einspielen. Sneak Preview. Kate, wie lautet denn der oder die Tipps für die nächste Woche? Also der Tipp, den die Kinoleitung veröffentlicht hat, heißt, es geht nicht um Tobis Herz. Ah, ich kann mich erinnern, ich glaube, ich habe da einen richtigen Tipp abgeliefert in der Facebook-Gruppe, Ich oder? Kann befürchte das es sein? auch. Und ich sage mit Absicht, ich befürchte. Jetzt, wo ich den Tipp nämlich höre. Ja, du hast ja, das Erste, was du, glaube ich, geschrieben hast, war ja dieses Lieber Leben, Tobis neues Herz. Aber das ist, glaube ich, eine Doku, ne? Ich muss selber mal raussuchen. Ach so, ja, nee, ich habe einmal nach Tobi gesucht, was da so für Filme demnächst rauskommen. Und obwohl, das heißt doch, es geht nicht um Tobis Herz. Und das heißt ja, lieber Nee. Leben, Tobis neues Herz. Also. Ja, aber du hast ja zwei Filme. Du hast ja einmal dieses Lieber Leben, Ach Tobis so, Herz. okay. Und dann, ich glaube, wahrscheinlich so eine Ach so, stimmt. US-Version oder Französisch oder was weiß ich. Deswegen Lieber Leben, Originaltitel Patience. Ja. Ist das ist der Film. Das war auch schon so ein Doku, dachte ich. Aha. Ich gucke selber auch. Ich habe da irgendwas dazu geschrieben gehabt, ich weiß gar nicht mehr. Warum habe ich den jetzt getippt? War mir da so sicher. Ich habe da irgendwas, deswegen tippe ich diesen Film. Ja, weil das ist der gleiche Hintergrund. Da geht es halt auch darum, dass jemand ein Ach Herz so, braucht. genau. Der eine hieß Lieber Leben, Tobis neues Herz. Genau. Und der andere, das war aber eine Dokumentation. Und Genau. das andere ist ein Film, der jetzt tatsächlich rauskommt. Da geht es aber nicht um Tobis neues Herz, wie der Tipp halt sagt, ne? Genau, deswegen tippe ich das. Irgendein französischer Film, wo irgendein, ist das irgend so ein Freestyle-Rapper oder irgend sowas da einen Film gedreht hat in den USA? Puh, das klingt gar nicht gut. Ich weiß nicht. Aber im Endeffekt ist ja fast der gleiche Titel, ne? Deswegen Eben, wahrscheinlich auch der genau. Tipp. Und deswegen hatte ich den getippt. Jetzt fällt mir das so wieder ein. Ja. Du bist auch der Einzige, der getippt hat. Ja, na gut, wenn man es richtig tippt, ne, dann brauchen ja die anderen nicht mehr. Nee, wer weiß. Also, wenn ihr da draußen, liebe Hörer, wenn ihr irgendwie eine Idee habt, was das sein könnte, scheut euch nicht. Geht in die Metropolsneak Facebook-Gruppe und sendet einfach einen Tipp ab. Das kostet ja nichts. Und ihr werdet dann auch mit vorgelesen hier bei den Tipps der Woche. Jawohl. Ich habe noch einen Film gesehen. Schon warum lachst du denn da? Schon vor einiger Zeit. Und zwar diese Baywatch-Neuverfilmung. Deswegen lache ich. Hab ich gesehen. Ja. Mit Dwayne alias The Rock Johnson und Zac Efron und diese Alexandra Daddario, die ich vorhin schon mal lobend erwähnt habe. Nein, ja, worum geht's? Baywatch dürfte ja jedem bekannt sein. Jetzt geht da die am Strand immer sitzen mit diesen roten Dingern da und wenn Not am Mann ist, dann müssen die da ins Wasser gehen und irgendwie Leute retten, ne? So. Der Dwayne Johnson ist dort der Chef, quasi der neue David Hasselhoff von seiner Mitch Truppe. Buchanan. Ja. Aber ich wollte das mit Damit.
vergleichen. Die Leute, die es nicht kennen, die werden ja kaum wissen, wer Mitch Buchanan ist, sondern sagen, okay, das ist jetzt die David Hasselhoff, die ehemalige David Hasselhoff-Rolle. Ne? Und irgend so eine, also der Chef von dieser ganzen Truppe da kommt auf die Idee, dass es eine gute Idee wäre, dort Zac Efron mit reinzubringen. Der war nämlich mal in der Olympiamannschaft bei den Schwimmern von der USA, hat dort auch im Einzelschwimmen richtig gut abgesahnt, hat da Goldmedaillen gewonnen und so, hat aber in der Staffel, also wo es wirklich Teamsport ging, hat er dann völlig versagt, weil er hat dann nämlich seine Einzelgoldmedaille so sehr gefeiert, dass es ihm total schlecht war und hat ins Becken gebrochen, ja, während des Wettkampfes. Ja, und genauso ist auch der Film. Also man kann da schon ahnen, in welche Richtung das geht. Auf jeden Fall sollte er jetzt aus PR-Gründen dort in diese Baywatch-Truppe mit rein, weil sich da die Presse dafür interessiert. Der ist ja auch ein ganz hübscher Kerl und hat ein bisschen Bass, was er da mitbringt. Und quasi als PR-Maßnahme. Denn diese Baywatch-Truppe, die hat immer so Trainees, die sich da quasi beweisen können, immer jeden Sommer, wer es da wert ist, dort mit einzusteigen, fest angeheuert zu werden oder nicht. Und da wird auch noch so ein Computer-Nerd, der kommt doch gleich in so einem Pac-Man-Shirt und so. Das ist natürlich so der typische Computer-Nerd, etwas fülliger und so. Und der wird noch mit angeheuert und irgendwie noch so ein paar andere. Und dann kommt es immer, wie es kommen muss. Es sind natürlich dann diverse Sachen, die dann auftreten. Und am Anfang kommen die beiden ja auch überhaupt nicht so miteinander klar. Dieser Zac Efron und der Dwayne Johnson, das ist natürlich das Hauptding, dass die beiden sich nicht verstehen und eigentlich zusammenarbeiten müssen. Und das andere ist halt, dass an den Strand wird halt mal so ein Drogenpäckchen angespült und versuchen es halt zu ermitteln, wo das herkommt. Und gleichzeitig gibt es noch so einen weiblichen Immobilienmogul, weiß nicht, Mogulin oder so, vielleicht. Die wird gespielt von Priyanka Chopra. Eine sehr hübsche Frau, die hat ganz schön Haare auf den Zähnen hier in dem Film. Und die hat so einen Club und so weiter und die will da auch noch ein bisschen erweitern an dem Strand. Und ja, das sind so die Grundkonstellation. Und da gibt es halt dieses Drogenkartell, das geht halt auch über Leichen. Da werden halt immer mal Leichen angeschwemmt. Und die lokale Polizei findet das nicht in Ordnung, dass die Baywatch-Truppe da ermitteln will, weil das ja eigentlich Polizeiarbeit ist und so. Aber die Polizei macht selber kaum was. Also wenn dann die Baywatch-Truppe mal einen Hinweis gibt und so, dann dauert es ewig, bis dann mal was passiert. Und deswegen nehmen sie doch die Sachen lieber selber in die Hand. Und dann geht halt auch einiges schief und habe ich jetzt irgendwas Wichtiges vergessen? Es ist halt, ja, es gibt ein paar Cameos, es gibt einige Anspielungen auf die alte Serie, die man so kennt. Ansonsten, der Film geht, ich glaube, 2 Stunden oder so und ist viel zu lang. Er ist viel zu lang, auch deswegen, weil es gibt ganz einfach so viele unnütze Szenen, die man locker hätte rausstreichen können. Ich muss aber noch ein bisschen was Positives auch vorheben. Der Film macht stellenweise echt Spaß. Stellenweise hat er genau eine gute Stimmung getroffen. So ein bisschen so Buddy-Movie und lustige Szenen und wo er sich auch ein bisschen selber auf die Schippe nimmt. Und dann gibt es wieder so viele Szenen, wo man denkt, ach nee, das muss jetzt nicht sein hier. Ich habe ja schon das mit den ins Wasserkotzen erwähnt und so. Da gibt es halt auch so andere Stellen, wo dann, was weiß ich, da muss halt eine Leiche untersucht werden. Da muss natürlich dann im unteren Bereich genauer untersucht werden und sowas, ne, um es mal vorsichtig zu sagen. Und ja, es sind dann immer solche Szenen drin, wo man sagt, nee. Aber dann gibt es wieder so viele irgendwie so witzig coole Szenen, die einfach total gut funktionieren. Ein paar coole One-Liner auch. Gerade so das Verhältnis Zac Efron und Dwayne Johnson funktioniert ausgesprochen gut, finde ich. Ich hätte mir eher so gewünscht, dass der Film sich mehr auf die beiden fokussiert, wie die sich irgendwie zusammenraufen oder so. Aber da kommt halt noch so viel Nebengeräusche mit rein und das Finale,
Also, ich weiß nicht, ob das so geplant war, das Finale. Es wirkt zumindest so, als wäre das so nicht geplant gewesen und man hätte irgendwie versucht, am Computer irgendwas Spektakuläres noch zusammenzuschrauben, weil die Effekte sehen so unglaublich schlecht aus. Und der restliche Film sieht eigentlich ganz gut aus. Schwer zu sagen. Also, da ja der Film jetzt so langsam aber sicher so ins Heimkino rein startet. Ich guck mal noch rein, wann der jetzt offiziell startet. Ich habe ja Amazon.de hier, mal unseren Videobestellservice unseres Vertrauens hier. So, Baywatch kommt gleich, wenn ich Baywatch eingebe, kommt hier gleich eine Badehose, eine rote von Baywatch, kann ich bestellen. erscheint am 12. Oktober, ist ja auch nicht mehr lange hin, deswegen habe ich ja hier diese Vorabversion bekommen zur Sichtung. Da waren jetzt eigentlich noch keine Extras drauf, ich weiß nicht. Ach, Extras. Es gibt coole Outtakes am Ende in den Schriften drin, die fand ich noch ziemlich lustig. Und wie gesagt, der Film selber, der ist, ich habe hier auch diese Extended, die jetzt bald rauskommt, da waren ein paar Szenen, die waren halt auf Englisch so geblieben, wie sie waren und waren halt nicht auf Deutsch und hätte man sich auch schenken können, die Szenen, fand ich. Also ich weiß nicht, ob es da preislichen Unterschied gibt zur normalen Version, dann kann man eigentlich mal locker auch zu der normalen Version greifen, weil da waren jetzt, wenn das nur die Szenen waren, dann war da nicht so viel. Ja, ich denke mal so eine durchschnittliche Wertung, vielleicht etwas über dem Durchschnitt, ich gebe mal so 6 Punkte. War jetzt nicht so ein Totalausfall, wie ich befürchtet hatte. Ich dachte eigentlich, ich gucke mir jetzt einen richtigen Trash-Film an und habe mal wieder was zum Abranden hier. Aber da hat er eigentlich, ich habe ein paar Mal doch gelacht. Muss ich jetzt mir eingestehen hier. Und funktioniert ganz gut. Kann man durchaus mal gucken. Ist natürlich 2 Stunden, ganz schönes Brett. Nix für mich. Hast du früher nicht geguckt? Ich auch nicht. Ich liebe Baywatch. Ja? Ich habe es so gern geguckt. Ich habe es nicht geguckt früher. Ich habe nur immer die letzten Minuten geguckt, bevor Star Trek angefangen hat, weil es kam irgendwie auf Sat.1, kam das irgendwie, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, 15 Uhr kam Raumschiff Enterprise, Star Trek, und davor kam, oder war das so? Weiß gar nicht. Ich glaube ja, aber ich hatte immer das Ende. Damals hatten wir ja mit VPS und Showview hat man auf Video aufgenommen. Ich war ja öfters mal 15 Uhr noch gar nicht zu Hause, wegen Schule und so. Und da habe ich mir das aufgenommen, da hatte ich immer den Rest von Baywatch noch irgendwie drauf. Das ist das Einzige, was ich noch... Und ich weiß natürlich, wer David Hasselhoff und Pamela Anderson ist oder so, aber ja. Ich fand's super. Ich habe immer Baywatch gern geguckt. Ich habe immer am Wochenende die Wiederholungen geguckt. Dann guck dir mal das Neue an. Geliebt. Nee, doch, geht gar nicht. Da sind ein paar lustige Sachen drin, gerade auch so, warum die immer in Zeitlupe laufen und so. Ja, natürlich, aber... Weißt du, wenn das wenigstens einen komplett neuen Bezug hätte, ja? Weißt du, wenn es einfach ein eigenständiger Film wäre, der halt auch Baywatch heißt, weil Baywatch ist einfach nur Überwachung am Strand. So, das kann ja alles heißen. Aber nein, die müssen natürlich auch die Namen der Charaktere von damals nehmen. Nee. Es wird ein Foto gezeigt von David Hasselhoff und dann sagt der Dwayne Johnson, das ist irgendwie der vorher irgendwie hier am Strand, irgendwie etliche Jahre vorher. Also er ist quasi der Nachfolger. Ja, aber Dwayne Rock Johnson heißt doch auch Mitch Buchanan in dem Film. Nein, der heißt nicht Mitch Buchanan. Wie heißt der dann? Keine Ahnung. Warte mal. Doch, tatsächlich, der heißt so. Ha. Aber ich doch. Ja, oh mein Gott, man darf es nicht so ernst nehmen. Aber die, wie hieß denn die Pamela Anderson damals? Hieß die Summer Quinn? Nee. Ich sehe es. Ja, na klar, CJ, Summer, das sind alles die gleichen Namen. Ach so, okay. Ist das so? Ja, siehst du, so genau bin ich da nicht im Metier drin, aber ja, kann man sich durchaus mal angucken. Kannst du dir mal angucken. Ich wäre da, wenn du das früher geguckt hast, wäre ich sogar echt dran interessiert, was du dazu sagst. Das wird ja dann auch demnächst mal im Streaming-Service kommen. Oder ich gebe dir mal hier unsere Presse, unser Ding weiter. Kannst ja auch mal sichten. Klar, guck's mal an. Okay, das war's auch schon mit den gesehenen Filmen. Weil sonst, Filme habe ich nicht weiter geguckt. Und dann schauen wir doch mal, was hier so
jetzt versuche ich mal Neustarts und Charts gleichzeitig zu machen, nicht wie letzte Woche. Kinocharts und Neustarts. Yes, auf geht's. Platz, ich mach mal Platz 11. Das ist nämlich Logan Lucky, den hatten wir in der Sneak Preview gehabt. Platz 10, Jugend ohne Gott. Platz 9 ist Mother, der Film mit Jennifer Lawrence und Javier Bardem und Ed Harris. Platz 8, Killer's Bodyguard, haben wir auch schon drüber berichtet hier in der Sendung. Platz 7, Happy Family. Platz 6, Ich einfach unverbesserlich 3. Boah, der zieht sich ganz schön durch hier. Platz 5, High Society. Gegensätze ziehen sich an. Mit Emilia Schüle und Iris Berben. Platz 4, Die Pfefferkörner und Der Fluch des Schwarzen Königs. Platz 3 ist The Circle. Platz 2 ist nur noch Bully Parade, der Film. Das heißt, wir haben eine neue Nummer 1. Was könnte das denn sein? Hm. Na? Das ist Barry Seal, Only in America, mit Tom Cruise. Hier dieser Drogenschmuggler-Film. Der soll ganz gut sein. Ja, anscheinend schon. Gab es früher mal Air America mit Mel Gibson. Mhm. Basiert das auf denselben Personen hier? Weiß gar nicht mehr. War da auch irgendwas mit CIA und Drogenschmuggeln? So, und damit wir uns nicht vergessen, gucken wir mal die Vorschau an. Und zwar heute die Vorschau für den 21.09., die Kinostarts. Da kommt gleich als erstes ein Film, da wäre ich vielleicht rein müssen mit meinem Kleinen, nämlich der Lego Ninjago Movie, obwohl er Ninjago nicht ganz so mag. Also er mag eher so diese Lego City Filme oder Lego Batman oder Lego Star Wars mag er mehr. Also mit diesem Ninjago ist er noch nicht ganz so. Aber vielleicht, ja, mal gucken. Dann startet noch The Kingsman, The Golden Circle. Wieder mit von Matthew Vaughn mit Mark Strong und Channing Tatum und Taron Egerton. Schloss aus Glas startet mit Brie Larson, Naomi Watts und Woody Harrelson. Ein Familiendrama über das Aufwachsen in einer dysfunktionalen Familie. Puh, klingt jetzt nicht gerade nach einem Feel-Good-Movie. Hereinspaziert, eine politisch inkorrekte Komödie über eine Roma-Familie, die bei einem französischen Intellektuellen einzieht, vom Regisseur von Monsieur Claude und seine Töchter. Den Film hatten die Kollegen von den Leinwandperlen letzte Woche in der Sneak. Da weiß ich jetzt allerdings noch nichts darüber. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, es scheint sich noch nicht tot zu laufen, dieses Thema, ja, französischer Spießer bekommt irgendwelche Leute dazu, mit denen er eigentlich nicht klarkommt oder so. Ja, das sehen wir ja ständig, ne? Ja, in verschiedensten Arten. Es startet noch Kidnap mit Halle Berry. Thriller mit Oscar-Gewinnerin Halle Berry in der Hauptrolle als entschlossene Mutter, die die Entführer ihres Sohnes jagt. Körper und Seele ist ein märchenhafter, surrealer Film, der auch Berlinale gewonnen hat. Handelt von zwei ungleichen Menschen, die sich jede Nacht denselben Traum teilen. Puh. Dann noch ein Film, der mich auch interessiert hat. Der lag nämlich bei uns im Metropolkino. Der Comic dazu und so eine kleine Filmwerbung, den habe ich mit heimgenommen. Der heißt Amelie rennt. Das ist ein Coming-of-Age-Drama über die Ausreiserin Amelie, die einen Berg in den Alpen besteigt und dabei lernt, das Leben trotz ihrer Asthma-Erkrankung zu lieben. Das, ja, klingt nicht schlecht. Ich hatte es mit heimgenommen, weil meine Tochter heißt ja mit zweiten Vornamen Amelie. Und sie guckt ja eh gern oder liest eh gern so, ja, kindgerechte Comics und sie war da eigentlich ganz angetan. Könnte sein, dass ich da vielleicht mal rein muss. Leanders letzte Reise mit Jürgen Prochnow ist ein Drama um einen ehemaligen Wehrmachtsoffizier, der mit seiner Enkelin einen Roadtrip in die Ukraine unternimmt, wo er die verschollene Liebe seines Lebens sucht. Boah. Hat er keinen Tinder? A Silent Voice ist ein Anime-Film. Anime-Verfilmung des Mangas von Yoshitoki Oima über die Beziehung zwischen einem gehörlosen Mädchen und dem Jungen, der sie zu Schulzeiten drangsaliert hat. Norman startet,
und durch den haben wir uns ja durchgequält in der Sneak Preview. Der etwas langatmige Film mit Richard Gere über politische Spielchen da mit Israel und boah. The Book of Henry, den hast du und das nie gesehen? Ich noch nicht. Ja, der war gut. Von Colin Trevorrow mit Naomi Watts und Jaden Lieberherr und Jacob Tremblay über einen hochintelligenten Jungen, der einen gefährlichen Plan ausheckt, um seine Nachbarn vor ihrem Stiefvater zu beschützen. Oh Gott, startet heute viel, ey. Ich bin ja nur am Scrollen. Baumschlager, eine Komödie um einen österreichischen UN-Offizier, der als Sündenbock für einen neuen Konflikt im Nahen Osten herhalten muss. Okay, das ist eine Doku, das ist eine Doku. Okay, der letzte Film diese Woche nennt sich Blind und hässlich, eine Liebeskomödie aus Deutschland über eine Frau, die sich blind stellt und einen Mann, der sich für hässlich hält und darüber, wie beide zusammenkommen. War ja viel. Mensch, ja, wer soll denn das alles gucken? Wer soll denn das alles gucken? Was ist denn eigentlich jetzt letzte Woche gestartet? Weil ich glaube, wir hatten letzte Woche, irgendwie falsche Tipps vorgelesen. Also Mother, High Society, Logan Lucky kommen mir alles unbekannt vor. Das habe ich letzte Woche nicht vorgelesen. Ich hatte irgendwas mit Cars 3 oder so. Ja, ja. Okay. Na gut. Wir machen mal mit diesem hier weiter. Serien. Ich hatte letzte Woche berichtet gehabt, dass ich ja ein paar Serien schauen muss. Ja, muss. Für den anderen Podcast, wo ich mitmache. Über zwei möchte ich zumindest mal kurz berichten. Die erste ist The Deuce. Das spielt, oder die Serie spielt New York in den 70ern und die Hauptrollen haben James Franco und Maggie Gyllenhaal. Jetzt tue ich mich ein bisschen schwer zu sagen, worum es da eigentlich geht. Ich muss mir mal hier die offizielle Beschreibung aufrufen. 1972 wird in den USA die Veröffentlichung pornografischer Inhalte legalisiert. In Manhattan beginnt damit ein Boom der Pornoindustrie, doch im Verlauf des Jahrzehnts überschatten Kokain, HIV und die negative Entwicklung des Grundstücksmarkts die verruchte Branche, was zu einem Niedergang in den 80ern führt. Okay, ist auf jeden Fall von den Machern von The Wire und das, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, habe ich in der ersten Folge noch nicht gesehen, da von irgendwelchen Pornografie und irgendwas. Es ist einfach mehr oder weniger so eine Milieustudie. Maggie Gyllenhaal arbeitet als Prostituierte und muss sich da so durchschlagen. Sie hat auch ein Kind, das lebt auch bei ihrer Mutter und also weit entfernt, nicht in diesem ganzen Moloch mit. James Franco, der ja, verlässt im Verlauf der ersten Folge seine Frau und seine Kinder, weil die treibt sich nur rum und mit irgendwelchen zwielichtigen Typen und irgendwann kann er das nicht mehr ab und lässt sie sitzen. Er arbeitet in einer Bar als Barkeeper, wo auch relativ seltsame Typen ein- und ausgehen und der Inhaber der Bar ist ein ziemlicher Arsch, der drangsaliert ihn auch die ganze Zeit, da schmeißt er dann irgendwann hin und macht irgendwie was Eigenes auf. Und dann gibt es da mal so eine Stelle in der ersten Folge, wo sich so die Wege dann mal kreuzen, nämlich Maggie Gyllenhaal und da gibt es dann noch so eine weitere Person. Und ja, die treffen sich dann alle mal auch so in dieser Bar, aber irgendwie hat es mich jetzt noch nicht so richtig mitgerissen. Ich habe jetzt die erste Folge geguckt. Irgendwie gehe ich davon aus, dass wenn ich eine Pilotfolge, die muss mich irgendwie catchen und zumal die echt lang ging. Die ging irgendwie, weiß nicht, fast so Spielfilmlänge hatte die erste Folge, die ich gesehen habe. Irgendwie auf jeden Fall über eine Stunde, war das anderthalb oder so, weiß gar nicht mehr. Oder eine Stunde 20, ging sehr, sehr lange. Und hat es nicht geschafft, mir irgendwie Lust zu machen, irgendwie da noch mehr zu gucken. Es war halt einfach die ganze Zeit so ein, ja, 70er Jahre und ja, Prostitution und irgendwas. Und die einen, die sind natürlich, die haben da üble Zuhälter, da passiert ein bisschen was, dass die da ziemlich hart drangenommen werden. Und so. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, okay, ich will da jetzt mehr sehen. Weiß nicht, hast du da jetzt schon was davon gehört? Ja, das, ich habe schon die Werbung auf Sky gesehen. Die habe ich auch gesehen, ja. Aber diesen Trailer quasi, den die da dann immer einspielen, der macht jetzt irgendwie nicht so Bock drauf, mir das anzugucken. Also ich mag ja sowohl Maggie Gyllenhaal als auch James Franco sehr, aber
diese Art von Serie, ja, das war nicht unbedingt. Vielleicht schaue ich mal rein, aber eben jetzt irgendwie mich total drauf freuen, tue ich jetzt nicht. Ich habe den Trailer auch gesehen und habe gedacht, boah, das sieht interessant aus. Aber irgendwie war in der ersten Folge das Überleben auf der 42nd Street, war irgendwie von den coolen Sachen aus dem Trailer, der war ja ziemlich, ja, schnell geschnitten und sah ganz gut aus und da waren halt so gute Catchphrases drin und so. Da habe ich gedacht, boah, sieht cool aus. Aber, pff, eieiei, das kommt so langsam voran, das Ding. Und Weißt du, wie viele Folgen die Staffel hat? was steht hier? Warte mal, mal gucken. Hier war grad, hatte irgendwo gerade einen Episodenguide. Hier steht irgendwas mit 8 Folgen. Also zumindest hier, ich weiß nicht, ob es nur 8 Folgen gibt, aber hier die Ausstrahlung USA ist hier irgendwas mit 8 Folgen. Aber pff, nee, irgendwie, also Tust dich schwer. ich denke mal, es ist eine persönliche Sache. Mich hat es halt nicht gecatcht an irgendeinem Punkt. Und das muss ja irgendwie eine Serie, weil wenn der Pilotfilm nicht irgendwo einen Anhaltspunkt bietet, wo man sagt, boah, das interessiert mich, aber jetzt, ich möchte gern weitergucken. Aber nee. Da kommt halt noch so eine jüngere Frau da mit in dieses Milieu rein, die fällt dann auch mit zu diesem einen Zuhälter mit anheim und ja, und dann gibt es noch so eine Szene, da sind irgendwelche jungen Frauen, Studentinnen oder sowas, die wollen da irgendwie Drogen kaufen und da gibt es so einen zwielichtigen Polizisten und ach, irgendwie ist alles, ja, also das Milieu ist gut dargestellt, es passt alles, die ganze Ausstattung, aber irgendwie, mich hat es nicht erwischt. Nee, ich werde auch nicht weitergucken. Aber ja, das läuft ja jetzt gerade auf Sky, vielleicht hat noch jemand, ich hatte es mir dort ja auch aufgenommen, die erste Folge, und vielleicht hat es ja noch jemand geschaut und sagt dann, hey, ja, das musst du unbedingt weitergucken, aus dem und dem Grund, dann werde ich das vielleicht tun. Vielleicht auch nicht, wer weiß. Wie ist das andere? Sinners, ne, oder? Ich Sinner, habe glaube ich. Sinner. Wo steht denn? Ach, hier. The Sinner, genau. The Sinner habe ich noch geschaut. Auch für den anderen Podcast, wo wir über Serien reden. Die Hauptrolle spielt Jessica Biel. Und die Serie beginnt strunzlangweilig. Und ich wusste ja nicht, worum es geht. Also, als ich der Kate vorher in der Vorbesprechung gesagt habe, was ich für eine Serie geguckt habe, die hat ja gleich schon hier mit Insiderwissen geglänzt. Das war mir in dem Moment noch nicht bekannt, also was da noch so passiert, ne? Also, ich war wirklich, das ist einfach so langweilig. Am Anfang, da geht es halt um Jessica Biel und die ist halt schon so total lethargisch und kommt da nach Hause und ihr Mann will was von der und die hat eigentlich keinen Bock und lässt sich da trotzdem, macht sie trotzdem mit und irgendwie ist da so ein, man denkt sich, okay, es geht jetzt hier um irgendwelche Eheprobleme und irgendwie sind da irgendjemand wird fremdgehen oder irgendwas, keine Ahnung. Oh, ich war drauf und dran. Vor allem ist es auch so die ganze Zeit in so einem Romance-TV-Stil gedreht, ja. Schwer zu beschreiben, so ein ganz leichter Weichzeichner liegt da drauf und es wirkt halt alles so fernsehfilmmäßig und ich dachte schon, boah, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Und dann passiert da wirklich so Bäm und dadurch, dass es in der ersten Folge passiert und die Kate wusste sogar anhand von Namen, also irgendwie muss man es ja mal sagen, worum es da geht, weil plötzlich völlig aus dem Kalten bringt Jessica Biel einen völlig Fremden. Die sind an so einem Strand, bringt die den um, also springt auf den drauf und haut dem da so übelst ein Messer in die Kehle und zerfleischt den da übelst. Ne? Man denkt erst so, ja, vielleicht denkt die sich das nur, ihre Aggression oder irgendwas lebt sie da gerade in Gedanken aus, aber nee, das passiert tatsächlich und ihr Mann und ihr Kind, die sitzen mit daneben am Strand und so, die sind völlig verwirrt, was da gerade in die Mutter gefahren ist und so. Hat auch nie irgendwelche Anzeichen von Aggression gehabt und dann kommt halt noch Polizei und sie macht ihre Aussage bei der Polizei und sie sagt auch, ja, nee, ich habe den da umgebracht und wird dann noch gefragt und
hält er überhaupt nicht hinterm Berg. Sie macht da ihre Aussage und da gibt es einen Polizisten, gespielt von Bill Pullman. Ach, siehst du, da wollte ich noch nachgucken, ob das dem seine letzte Rolle ist eigentlich. Der ist doch leider verstorben, ne? Ja, der Bill Pullman, dem kommt das irgendwie komisch vor. Also die anderen Polizisten, die wollen da alle einen Knopf dran machen. Die sagen, ja, die hat den umgebracht. Es gibt irgendwie 20 Zeugen, die da an dem Strand waren. Alle haben es gesehen. Sie selber hat ihre Aussage gemacht, dass sie es war, ein Geständnis abgelegt. Ja, was soll man da jetzt hier noch großartig rummachen? Und die Sache ist klar. Aber ihm kommt das irgendwie komisch vor. Ja, wieso soll eine Frau, die noch nie irgendwas hatte, plötzlich so aus dem Kalten raus da einfach, und er fängt dann an zu ermitteln und dann ist auch schon die erste Folge vorbei. Also man wird halt ein bisschen im Unklaren gelassen, es gibt jetzt keinen Cliffhanger, wo man sagt, boah, okay, unbedingt weitergucken, sondern... Ja, aber du willst schon wissen, warum, oder? Ja, die Serie legt erstmal so ihr Deck of Cards mal auf den Tisch, sagt hier, guck, das ist es. So, und jetzt entscheide du, lieber Zuschauer, interessiert dich das? Willst du rauskriegen, warum die das gemacht hat oder nicht? Ne? Und das fand ich eigentlich ganz geschickt. Also wesentlich besser als bei diesem The Deuce, wo einfach ja, war vorbei, okay. Gefällt dir 70er-Jahre-Stil? Irgendwelche funky Music und irgendwas? Dings hier, Hauptdarsteller mit James Franco mit irgendeinem angeklebten Bart oder sagst du nee? Nee, hier fand ich es schon ein bisschen besser gemacht. Also hier ist ja wesentlich deutlicher. Also man weiß zwar jetzt überhaupt noch nicht, was in welche Richtung das da geht und ist vielleicht auch ganz gut so, sondern also hier werde ich bestimmt nochmal weiter gucken. Wenigstens mal so in die nächsten Folgen rein, wie das dann weitergeht und vielleicht war das ja auch Absicht, dass das am Anfang so langweilig rüberkam, um eben zu zeigen, dass sie halt eigentlich ein total ödes Leben führt. Und dann, bam, war der Schock noch viel größer. Kann auch sein. Vielleicht war das echt Absicht. Kann auch sein. Könnte sein. Also interessiert mich wesentlich mehr. Das war meins zu den Serien diese Woche. Du hattest ja Westworld, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ne? Ja, also ich habe jetzt Westworld geguckt und das ist cool. Ja. So. dann gucken wir doch mal, was uns die netten Hörer so geschrieben haben. Briefkasten. Gab's ja echt viele Kommentare. Mega. Natürlich auch zu dem Rätsel, aber da kommen wir später dazu. Der Mike hat nämlich gleich das Rätsel gelöst und ja, dann der Mike hatte auch noch geschrieben, ob es nicht möglich wäre, dass man die Antworten zu den Rätseln nicht so ausblenden kann. Vielleicht mal so an die geschätzten Hörer. Wir haben ja ein WordPress-System hier laufen bei meinem Kinocast und da gibt es ja so WordPress-Plugins und irgendwas. Ich habe da schon diverse Sachen getestet. Ich muss dazu sagen, wir haben hier Jetpack laufen. Also die sich ein bisschen auskennen, die wissen das jetzt sofort, was ich meine. Und die sich nicht auskennen, die können jetzt eigentlich mal kurz weghören. Also wir haben Jetpack laufen, darüber laufen auch die Kommentare, weil das einfach gut ist gegen Spam-Schutz und so. Da brauche ich jetzt nicht irgendwelche zusätzlichen kuriosen Sachen, dass ihr irgendwelche Captchas eingeben müsst oder sowas, sondern das wird relativ gut erkannt und rausgefiltert. Deswegen, also wir haben WordPress mit Jetpack und den Jetpack-Kommentaren laufen und da ist halt das Problem, hier drauf irgendwelche Plugins zu installieren, die, ja, wo man so Spoiler-Tags setzen kann oder irgendwelche Sachen ausblenden kann, aber vielleicht, liebe Hörer, vielleicht hat jemand von euch eine Idee. Ja, vielleicht sagt er, hey, ich habe Jetpack-Kommentare laufen, ich habe das und das probiert, das geht, weil ich hatte diverse Sachen probiert, ich möchte auch ungern hier irgend so ein Plugin zünden. Und wenn ich jetzt hier ein Kommentar-Plugin zünde, dann versucht er ja gleich rückwirkend alle Kommentare auch zu übernehmen. Da habe ich einfach viel zu viel Bammel davor, dass dann irgendwie alles weg ist oder so. Und ich habe keinen Bock, jedes Mal hier so ein riesen Backup zu machen von der ganzen Seite. Das passiert zwar automatisch, aber für jedes Plugin, was ich teste, will ich nicht jedes Mal ein neues Backup machen und so. Also vielleicht hat jemand eine Idee. Ansonsten alle anderen, jetzt ist der Tech Talk vorbei. Der Thomas hatte noch getippt, die Jugendfilme waren bei ihm die Bill und Ted-Reihe. Ja, soweit ich weiß, gibt es zwei Filme, oder? Bill und Ted. Ja. Bills und Teds, verrückte Reise durch die Zeit. Wir hatten ja
eine Geschichtslehrerin bei uns. Und da durften wir immer mal Filme mitbringen. Die Filme mussten aber irgendwas mit Geschichte zu tun haben. Und ja, man ahnt schon, der Erik brachte eines Tages mal Bills und Teds verrückte Reise durch die Zeit mit. Denn natürlich kommen ja Bill und Ted im Laufe ihrer Reise auch mal mit Napoleon in Berührung und sonst was alles. Und wir haben tatsächlich in der Geschichtsstunde Bills und Teds verrückte Reise durch die Zeit geschaut. Und ja, wir fanden es, also wir Schüler fanden es sehr lustig. Die Lehrerin war ein bisschen verwirrt teilweise, aber ja, es gab da noch andere Filme, die wir da auch geguckt haben, die sie noch wesentlich mehr verwirrt haben. Aber ja, Bills und Ted's verrückt. Schöne Grüße an Frau Gumpert in dem Sinne. Es war immer sehr schön bei ihr Geschichte. Nicht nur wegen dem Film. Jo, Bills und Ted's verrückt 30. Ich weiß gar nicht, was bei mir so alles. Ich glaube, ich hatte ja schon welche genannt, meine Jugendfilme. Ich will jetzt nicht nochmal alles anfangen. Die Steff hatte geschrieben, startet es wirklich jetzt schon, überall steht 28.09. Ja, das liegt glaube ich daran, weil ich letzte Woche irgendwie die falschen Startdaten vorgelesen habe, kann das sein? Hatten wir das da dabei? sie hat jetzt noch zweimal Angst in der Sneak, dass der in der Sneak kommt, aber viel schlimmer wäre Jigsaw, den Trailer hatte sie in der Sneak, wobei ich mir noch nicht so sicher bin, Steff. Jigsaw ist ja irgendwie so abgefahren. Und ist ja eher so splatterig und ja. Eher so, ja, während S ist wirklich so auf der psychologischen Ebene. Und so mit Schockeffekten. Ja, spielt halt auch so mit Grundängsten von Menschen, da irgendwo in einen dunklen Gully reinzugreifen oder Keller oder irgendwie so alles. Ich denke mal, es steht. Das ist einfach nur eklig. Ja, es ist halt auch so, ja, spielt halt auch so mit den ganzen Sachen, was so Kinder und Jugendliche so. Also andere Ängste, die sie haben, so einfach so ein bisschen verbildlicht. Ne? Und das fand ich schon reichlich fies hier bei S. Also das macht den Film auch so gut. Am Sonntag hat sie Bully-Parade der Film angeschaut. Übrigens, bei uns im Supermarkt gibt es Bully-Parade Gummibärchen von Haribo. Ich weiß zwar nicht, wie die... Ich habe mal geguckt, aber kannst ja nicht... Woran wird das wohl liegen? Kannst du von außen nicht so richtig sehen, was da drin ist. Ich wollte mir da keine kaufen. sie mochte Bully ganz gerne. Schuh des Manitou und Traumschiff Surprise. Aber sie war etwas enttäuscht. Sie hat sehr wenig gelacht. Bully stand für sie immer für innovative, unerwartete Gag-Ideen. Davon gab es hier kaum was. Es war nur eine Aneinanderreihung von kleineren Geschichten, die leider in keiner Verbindung zueinander standen. Es gab so viel Potenzial, das irgendwie miteinander zu verknüpfen, wenn es auch nur ein Element oder ein Running Gag gewesen wäre. Positiv fand ich die vielen Gaststars, vor allem Sky Dumont als General Motor. Und die Musik hat sie wieder überzeugt. Die stammt aus der Feder von Stefan Raab. Ach, guck an. Nur die komischen Tanzszenen hätte man weglassen können. Das Beste am Film war die erste kleine Geschichte und der Abspann, bei dem sie dann nochmal richtig lachen konnte. Sonst sehr mittelmäßig leichte Sonntagabendunterhaltung. Sie gibt 5 von 10 Bootsverleih in der Steppe. Jetzt gleich mal die Frage an dich, Kate. Kennst du den Film Die Einsteiger? Sag mir was. Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Ja. Das fällt mir nämlich gerade ein. Film? Ja, es fällt mir nämlich gerade ein, da gab es ja so die Supernasen und so, war ja ziemlicher Kinoerfolg so in den 80ern. Und dann gab es auch die Einsteiger. Und bei die Einsteiger geht es nämlich darum, dass sie irgendwie Videos gucken und die können dann quasi so in die Videos rein. Und da sind sie dann auch mal so in so einem Indiana Jones Setting und sowas. Das fällt mir hier gerade ein. Bei dem Thema, das hätte man verknüpfen können, hätte man zum Beispiel auch auf so eine Art machen können, irgendwie, dass sie zusammen Fernsehen gucken und dann irgendwie reingebeamt werden oder so. Okay, der Mike hat auch noch, er muss was aufklären. Es war natürlich, ach so, wegen den 30 Minuten, wo du nicht zu hören warst, sondern du wärst gefühlt die halbe Sendung nicht mehr zu hören gewesen. Ja, Mike, ich denke mal, du bist jetzt zu Genüge entschädigt worden, weil die Kate war in den letzten beiden Sendungen ja quasi die ganze Zeit mit da. Ja. Und er fand noch Flug des Navigators ziemlich klasse. Den fand ich auch ziemlich gut damals. Und von Danny Kaye, König der Spaßmacher. Ah, den fand ich auch ziemlich gut. Der lief öfters mal so auf dem ZDF. Er sucht den auch. Und ich habe ihm nur den Link geschickt für eine englische Version davon.
Aber der König der Spaßmacher, es gab auch mal so eine Webseite, wo man eintragen konnte, welchen Film man gerne wieder mal im Fernsehen sehen möchte. Und dann hat man dann irgendwie eine E-Mail zugeschickt bekommen, wenn der irgendwo lief. Vielleicht weiß noch jemand von den geschätzten Hörern, was das war. Da könnte man ja den Film mal eintragen. Und wenn der dann läuft, einfach mal aufnehmen. Da hast du ihn dann in HD ganz legal bekommen. Weil vielfach ist nämlich so, ich habe das auch schon festgestellt, dass ja Filme, die teilweise im Fernsehen schon in irgendwie in Full HD laufen, in bestimmten Sendern, teilweise auf in der Qualität gar nicht auf DVD oder Blu-ray, DVD sowieso nicht, aber auf Blu-ray gar nicht erhältlich sind. Das fand ich schon witzig. Ja, vielleicht wäre das eine gute Idee, da mal zu schauen, dann kannst du dir das aufnehmen. War das eigentlich der Film mit dem Kelch, mit dem Elch? In dem Kelch, mit dem Elch, ist der Becher gut und rein? Kennst du nicht? Der Kelch? Nein. Der Kelch mit dem Elch? Nein. Und Danny Kay, warte mal. War das in dem Film? Ich gucke mal. Kelch mit dem Elch ist der Wein. Aber wenn man das eingibt, dann kommt gleich so ein YouTube-Link. Der Hofnarr ist das. Also nicht König der Spaßmacher. Ja. Weil da machen sie nämlich in so ein, da wollen sie irgendjemand vergiften und tun dann in so ein Kelch, in so ein Weinkelch, machen sie einen mit Gift und in einen nicht. Und die unterscheiden sich. Da gibt es hier so einen Spruch, den soll er sich merken. Der Wein mit der Pille ist im Kelch mit dem Elch. Der Becher mit dem Fächer hat den Wein gut und rein. Und dann natürlich verhaspeln die sich dreimal und der Spruch wird so oft hin und her umgestellt. Und da wird dann der Fächer mit dem Portal hat den Pokal und irgendwas. Die Pille mit dem Fächer ist im Becher mit dem Pokal und so. Das ist dann ein riesen Wirrwarr da. Kann man mal gucken. Also Danny Kaye, ja, da muss man dabei gewesen sein. Ich merke schon. So, das waren, glaube ich, nee, haben wir noch was? Der Thomas hat noch den Nebel gesehen, hat aber nach der ersten Folge aufgehört, weil es irgendwie nur um die Familie und nicht um den Nebel ging. Kate, ja. Du hast ja alles geguckt, ne? Ich habe alles geguckt. Es wird nicht besser. Von The Orville hat er Pilotfolge geguckt, fand es besser als vermutet. Dass es von Seth MacFarlane inszeniert wurde, dachte er, es wird eine plumpe Star Trek-Parodie, aber er war positiv überrascht. Es sind zwar viele Star Trek-Vergleiche, Jonathan Frakes und Brendan Braggart machen auch mit Regie, ja, sehr gut, aber doch etwas anderes. Ich hoffe, die Serie wird mehrere Staffeln bekommen. Ah, das klingt interessant, die wollte ich auch irgendwie gucken. Habe ich immer mal so den Trailer gesehen. Er ist außerdem auf Star Trek Discovery gespannt. Ja, wer nicht, würde ich mal sagen, wer nicht. Startet doch morgen, ne? Oh, sehr gut. Und glaube ich, 25. Ja, glaube schreibt ich. Noch, falls Chris wieder dabei sein sollte, was sagt er aktuell, falls gesehen zu Staffel 10 über die Zukunft bei Doctor Who? Und vielleicht sieht sich Kate ja die Serie nun auch an. Nein. Okay. Weil es jetzt eine Frau ist. Nee. Dann hat er noch was gepostet, irgendwie ein YouTube-Video, wo er was gemacht hat, was er aber schon wieder gelöscht hat, weil irgendwie zu viele negative Kommentare. Aber da muss man drüber stehen, Thomas. Man darf sich da nicht abschrecken lassen. Ganz im Gegenteil. Schlechte Publicity ist auch Publicity. Also von daher, ja, er hat es einfach dagelassen. Aber gut, wir wissen ja nicht, ich kann ja, ja. Ich kann es ja noch nicht mal ins Wort teilen, ob das jetzt gut war oder nicht. Aber da gleich das ganze YouTube-Konto zu löschen, ja, weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, da einfach so einzuknicken. Ja, wenn der Kinocast das machen würde, da wäre schon 2007, 2008 Schluss gewesen hier. Bei ein bisschen Gegenwind einknicken. Naja, das waren das Feedback von euch, liebe Hörer. Wir freuen uns auch immer wieder auf weiteres Feedback und jetzt kommen wir zu dieser beliebten Rubrik. Rätselecke. Unsere kleine, lauschige Rätselecke hier vor unserem Kamin, wo wir beide mit unseren Ohrensesseln sitzen. Schön eingewickelt in die Decke. Genau, der Hund zum Füßen. Ja, oder so. Aber erstmal die Auflösung. Löst du erstmal deins auf von letzter Woche? Hat das gestimmt, was hier? Swarm Shark. Sumpfhaie. Das war so lustig. Das ist von den Produzenten von Sharknado.
oder? Ich habe keine Ahnung, okay, war was sehr lustig. Das war so ein Monsterviech, was so ein bisschen eine Mischung aus Alligator und Shark war. Also, das war echt sehr lustig. Das klingt super. Es war sehr trashig, es war ein sehr, sehr schöner Schläferz. Apropos Nee, Schläferz. er war wirklich gut. Lustig. Ich habe ja bei mir unten einen Fernseher stehen, ne? Da kommt gerade auf einem Sender namens RTL Passion, was ja Oh Gott. schon nicht gerade irgendwie so für wahnsinnig Kinofilme, kommt jetzt gerade ein Film, der heißt Doom 3 und zwar Doom mit Doom. Also wie Doom, aber mit einem H zwischen dem D und dem O. Okay. Und ich lese mal kurz die Geschichte vor. Indiens bestes, Indien, also ist wahrscheinlich Bollywood, Indiens bestes Ermittlerduo ist wieder auf Verbrecherjagd. Kommissar Rai und sein liebenswert chaotischer Partner Ali sind diesmal hinter einem Bankräuber her, der in Chicago mit spektakulären Überfällen die Polizei in Atem hält. Dem Zirkusartisten und Zauberkünstler geht es dabei nicht nur um Geld, sondern auch um Rache an der Bank, die einst seinen Vater und dessen Zirkus in den Ruin trieb. Und wie das bei solchen Bollywood-Filmen ist, geht er auch gleich mal 167 Minuten und heißt Doom 3. Also ich weiß Und der nicht. Hauptdarsteller ist Shah Rukh Khan. Nee, tatsächlich nicht. Warte mal. Mensch. Warte mal, nochmal EPG drücken hier. Abhishek Bachchan, Uday Chopra und Katrina Kaif. Ha, Endlich weiß mal nicht. jemand anderes. Aber Doom 3, haben da der ID-Software nicht irgendwie mal einen Riegel vorgeschoben hier? Naja. So, wie ist denn dein Rätsel jetzt für nächste Woche? Entschuldigung. Puh, okay. Partystimmung am Beaver Mills. Obwohl ein Jäger von einem Urzeitmonster berichtet, das ihm begegnet ist, feiern die Einwohner der Kleinstadt in Alaska ihren Midsommerfest fröhlich weiter. Also, liebe Hörer, um welchen Film geht's da, was die Kate hier gerade vorgelesen hat? Bin gespannt, wer es rauskriegt. Tja. Thomas, falls du es rauskriegst, kannst du auch gern wieder schreiben hier. Gibt es ja anscheinend immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mal gucken, wer zuerst dran ist, Mike oder Thomas. Ich löse mal noch meinen auf von letzter Woche. Die Frage war ja: Todeskuss. Der Geheimagent soll meuchlings ermordet werden, aber ein Kuss rettet ihm das Leben. Und es ist tatsächlich aus dem Prolog von dem Film Goldfinger, wo nämlich James Bond mit einer Frau im Bett liegt und die Frau soll quasi ihn mit Sex ablenken, sage ich mal, dass er nicht merkt, dass ihn jemand umbringen will. Und dann sieht er, in der Pupille der Frau spiegelt sich das Bild des Mörders, der hinter ihm steht. Genau, und dann dreht er sich nämlich rum. Die Frau steckt quasi noch auf ihn drauf, dreht er sich rum und Ja. die Frau wird umgebracht. So ist Sean Connery. Goldfinger. Ja. Musstest du das jetzt so bildlich darstellen? So, wir haben ja einen Explicit Tag hier. Ansonsten, ja. Genau, was steht hier? Die niederträchtige Frau. Ja, gut, habe ich gerade alles erzählt. Aus dem Kopf kenne ich natürlich den Film. Es sind noch ein paar schöne Szenen in Miami Beach drin, nämlich wo Auric Goldfinger auf seinem Balkon sitzt und ja, ich kenne sogar das Hotel. Aber egal. Goldfinger, immer wieder sehenswert. Cooler Film mit Gert Fröbe. Auch im Original sollte man den angucken. Genauso wie jeden Arnold Schwarzenegger-Film. Ich habe ein neues Rätsel. Die Überschrift lautet: Spurlos. Der Mörder zieht bei seinen Morden keine Handschuhe an. Und doch sind später am Tatort keine Fingerabdrücke zu finden. Welcher Film ist das? Okay, ja. Ich lege das mal hier oben hin. Ist ein bisschen schwieriger. Gibt es, glaube ich, verschiedene Filme, die so ähnlich sind. Also sieben ist es nicht. Wir hatten ja schon mal sieben hier im Rätsel. Kann ich schon mal sagen, weil da hat sich ja irgendwie die Fingerkuppen abgeschnitten. Ja, genau. Und sowas Der dachte ich war's jetzt auch. nicht. Der ist es nicht. Das kann ich schon mal verraten. Übrigens bei Doom 3 joggt gerade einer durch den Regen. Mit iPhone-Kopfhörern drin. Jetzt grinst er dumm und egal. Ja, mal sehen, wer das rauskriegt. Dann, ich gucke mal noch weiter bei unseren Amazon-Bestellungen. Also, die meisten wissen das ja schon. Bei uns auf kinocast.net gibt es so Amazon-Affiliate-Links, so nennt sich das. Wenn ihr euren Ad-Blogger nicht eingeschaltet habt, dann seht ihr die auch. Und wenn ihr die nutzt, also wenn ihr da draufklickt, bevor ihr
eure Bestellung aufgebt, dann bekommt der Kinocast eine kleine Provision. Und davon können wir dann hier so die Serverkosten bezahlen und alles Mögliche, was da so dranhängt oder auch so Gewinnspiele. Demnächst startet ja auch wieder der Adventskalender. So, und letzte Woche, in den letzten 7 Tagen. Oh, 3 Sachen. Eine Boman DU652 Wandhaube aus Edelstahl. Mal gucken, was das ist. Ach, hier ein Dunstabzug. Ah, okay. Ein Kreidestift, 10er Pack. Klingt wie leerer Bedarf, würde ich mal sagen. Neonfarben. Und eine Fahrradhandytasche. Ja. Fahrradhandytasche. Sensitive Touchscreen, wasserdicht. Ja, das brauchen wir bei dem Wetter. Jo. Vielen Dank an alle, die hier was genutzt haben und über die Affiliate-Links bestellt haben. Vielen Dank dafür. Und wenn du nichts mehr hast, dann. Nö, dann. Achso, ein Thema habe ich noch am 25. September. Das ist quasi. Nächste Woche Montag. Nächste Woche Montag. Da kann ich nicht mit dem Sneak. Da ist Elternabend. So was. Habe ich vorgestern erfahren. Leider, leider. Ich hoffe, da kommt was Schlechtes. Und wir gucken ja mal, wir überlegen ja, ob wir morgen, weil die Tipps sind ja nicht so überragend, ob wir da vielleicht mal in irgendeine OV gehen. Aber ja, das, ich habe mal geguckt, aber Mondays Original ist halt Logan Lucky. Ah, kennen wir schon. Ja. Ja, gut. Ansonsten kommt nicht viel Gutes gerade, was wir nicht schon gesehen haben. Ja, liebe Hörer, ihr werdet ja dann erfahren, was wir gesehen haben. Ansonsten gucken wir halt mehr irgendwelche. Ich habe ja noch ein paar Rezensionssachen liegen, die ich noch gucken muss. Vielleicht sind dann noch mehr so Highlights wie Baywatch dabei. Mal gucken. Okay, dann vielen Dank fürs Mitmachen, Kate. Ja, sehr gerne. Bis nächste Woche dann. Tschüss. Macht gut. Tschüss. Bis bald im Kinocast.